Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Workout. Dieses Workout hat's in sich. Es erwarten die 10 Ganzkörperübungen mit 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause. Versuch während des gesamten Workouts auf deinen Körper zu hören, aber trotzdem ordentlich Gas zu geben. Gemeinsam holen wir aus den kommenden 10 Minuten alles raus und werden wahrscheinlich ordentlich ins Schwitzen kommen. Mach dich bereit für die erste Übung. Wir springen zweimal in die tiefe Kniebeuge und wechseln dann zu viermal Standing Crunch. Acht bei der Landung in der Kniebeuge darauf, deine Knie leicht gebeugt und deinen Rücken gerade zu halten. Spann deinen Bauch fest an und auch wenn wir ordentlich Speed brauchen, um in 10 Minuten 200 Kalorien zu verbrennen, hab während dem gesamten Workout Spaß und genieß die Bewegung, weil genau darum geht's. Sehr gut und absetzen. 20 Sekunden Pause, bis wir mit Skater-Taps weitermachen. Komm dafür in den diagonalen Schritt nach hinten und nimm deine Arme mit. Je schneller du die Übung ausführst, desto anspruchsvoller ist sie. Find deine Geschwindigkeit, die sich für dich gut und richtig anfühlt. 3, 2, 1, go! Und wir sind schon über der Hälfte. Bleib dran. Sehr gut. Und absetzen. Gut gemacht. Weiter geht's mit 20 Sekunden Star Jumps und 20 Sekunden Butt Kickers. Acht bei den Star-Jumps darauf, deinen Rücken gerade zu halten und unbedingt in der Beugung zu landen, um dein Kniegelenk nicht unnötig zu belasten. Halt deinen Bauch durchgehend auf Spannung, hab Spaß und lächeln nicht vergessen. Und noch 3, 2, 1. Und wir wechseln jetzt zu den Butt Kickers. Spann deinen Bauch fest an, acht auf eine gerade Haltung, besonders im oberen Rücken, Schulterblätter schön nach hinten unten ziehen. Sehr gut. Durchatmen und absetzen. 20 Sekunden Pause, bis wir mit Diagonal Climbers weitermachen. Wenn du möchtest, dann kannst du dafür eine Matte nehmen. Dein Knie führt diagonal zum Unterarm. Um deinen Bauch zusätzlich zu trainieren, darfst du in dieser Position deinen Bauch rund machen. Schieb zusätzlich dein Becken nach unten und lass beide Ellbogen leicht gebeugt. Acht darauf, die Übung schön auszuführen und die Belastung im Bauch, aber auch im Oberkörper, im Rücken und in den Beinen ordentlich zu spüren. Halfway there. Die letzten 10 Sekunden, komm schon, bleib dran. Und 3, 2, 1 und absetzen. Sehr, sehr gut. Weiter geht's direkt mit 20 Sekunden Jumping Jacks und 20 Sekunden High Knees. Wir wechseln bei der Hälfte. Bau ordentlich Speed auf und baue die so richtig aus. Ich gebe dir wieder Bescheid, wenn wir die Übung wechseln. 2, 1, go! Noch 2,
1 und wir wechseln jetzt zu den High Knees. Zieh die Knie so hoch, wie du nur kannst. Bau Speed auf. Sehr, sehr gut. Komm schon. Und die letzten 5. 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr gut. Solltest du eine längere Pause brauchen, dann nimm sie dir. Ansonsten komm von der stehenden Position mit deinen Händen nach vorne in den geraden Stütz. Von dort aus spring 10-mal mit deinen Füßen auseinander und wieder zusammen. Dein Bauch sollte dabei fest auf Spannung sein. Krabbel dann wieder zurück in den tiefen Squat und wiederhol die Ausführung so oft, wie du nur kannst. Wir sind schon über der Hälfte. Sehr gut, bleib dran. Sehr gut und absetzen. Schnapp da was zu trinken und mach dich bereit für die nächste Übung. Wir starten mit Jumping Lunges und wechseln bei der Hälfte zu Burpees. Lande bei den Jumping Lunges mit gebeugten Knien und halte deinen Bauch so fest, wie du nur kannst, auf Spannung. Damit entlastest du deinen unteren Rücken und dein Kniegelenk. Wir haben noch 5 Sekunden, komm schon, bleib dran, sehr, sehr gut, ein paar Wiederholungen schaffen wir noch. Und wir wechseln jetzt zu den Burpees. Jump nach hinten, wieder nach vorne und komm nach oben. Und wenn du mehr willst, dann bau zusätzlich einen Sprung nach oben ein. Find wieder deine Intensität, die sich für dich richtig und gut anfühlt. 3, 2, 1. Absetzen. Gut gemacht. Wir haben mit dieser Übung nur 3 Übungen vor uns. Mit der nächsten Übung starten wir mit Burpees, diesmal mit dem Sprung nach oben und wechseln dann bei der Hälfte zu den Plank Jacks. Bei der Hälfte gib ich dir wieder Bescheid, wenn wir die Übung wechseln. 3, 2, 1, go! Sehr gut. Bau Speed auf. Komm schon, du schaffst es. Ich weiß, es brennt und ich weiß, es ist mega anstrengend, aber gemeinsam holen wir alles raus. Sehr, sehr gut. Und wir wechseln jetzt zu den Plank Jacks. Sehr gut. Halte deinen Bauch auf Spannung, fallen in ins Hohlkreuz und achte darauf, dass beide Ellbogen leicht gebeugt bleiben. Und komm schon, die letzten 5 Sekunden, bau Speed auf, sehr, sehr gut und absetzen. Gut gemacht. Wir sind bei der vorletzten Übung. Atme kurz durch und mach dich direkt bereit für Jumping Lunges in Kombination mit 5-mal wippenden Kniebeugen. Spring also 2-mal in den Ausfallschritt und dann in die Kniebeugenposition. Dein Knie drückst du leicht nach außen und von dort aus 5 kleine pulsierende Bewegungen. Sehr gut. Acht auf deinen Bewegungsumfang. Jeder Körper ist unterschiedlich und es kann sein, dass du nicht ganz über 90 Grad kommst. Das ist überhaupt kein Problem. Hör auf deinen Körper und arbeite wieder mit ihm. Halfway there. Und lösen. Sehr gut. Wir sind beim Endspurt. Die letzte Übung für dieses Workout sind X-Jumps. 40 Sekunden durchgehend ohne Pause. Lande in der Beugung und versuch deine Knie aktiv nach außen zu drücken. Du solltest dabei wirklich sehr, sehr gut auf deine Technik achten und wieder auf deinen Körper hören. Es ist die letzte Übung für dieses Workout und gemeinsam geben wir nochmal alles und so richtig, richtig Gas.
Und komm schon, bleib dran, wir sind über der Hälfte. Power die aus, wir sind beim Endspurt. Es ist die letzte Übung für dieses Workout. Komm schon, Speed aufbauen, fokussiere dich auf die. Ein paar Wiederholungen schaffen wir noch, sehr, sehr gut. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, nicht aufgeben. Nur 3, 2, 1 und absetzen. Gut gemacht. Wow, gratuliere. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, trotz der hohen Intensität und du bist ordentlich ins Schwitzen gekommen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Und falls du es nur schaffst, dann schreib mir unbedingt in die Kommentare, wie dir dieses Workout gefallen hat. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Workout wiedersehen.